Wiener Opernball 2010. Der Ball der Bälle kann beginnen. Im Teesalon der Wiener Staatsoper begrüßen Sie Barbara Rett, Claudia Reiterer und Alfons Haider. Ein herzliches Willkommen jetzt auch den Zuseherinnen und Zusehern des Bayerischen Fernsehens und von Dreisat. Genießen auch Sie unsere Live-Übertragung des wichtigsten Wiener Ballereignisses. Und nichts gegen die Gemütlichkeit der Kantine, wo wir gerade waren und ein bisschen entspannt haben. Das hier ist etwas ganz Besonderes. Der kaiserliche Teesalon in der Wiener Staatsoper. Ja, man spürt hier quasi den Kaiser Franz Josef. Überall noch in den Tapeten ist er eingewebt. Man sieht da seine Krone und F und Jes. Heute würde man sagen, sein Logo irgendwie. Die Bundesregierung trudelt gerade jetzt ein. Sie werden für diesen einen Abend, die Damen und Herren Minister und Ministerinnen, diesen kaiserlichen Glanz hier noch genießen. Heute Abend haben sie ja Dienst im Frack und im Abendkleid. Aber ich glaube, ein paar von ihnen werden schon tanzen. Dasselbe gilt nämlich auch für den Schirmherrn des Opernballs, Bundespräsident Heinz Fischer, den Alfons Haider und ich in wenigen Minuten hier im Teesalon zum Gespräch bitten werden. Und in ungefähr einer Viertelstunde wird dann der 54. Wiener Opernball offiziell eröffnet sein. Bevor jetzt der Direktor Holländer und Desiree Streicher-Sürk Sie begrüßen, schlage ich vor, zeigen wir Ihnen noch Impressionen aus dem Ballsaal. Der Ballsaal. Unendliche Weiten. Ja, so unendlich sind sie gar nicht. Wir haben ja heute gelernt, ein knapper Quadratkilometer, 950 Quadratmeter. Da sind die Tropfen, Tränen. Karotten. Nein, Karotten sind es keine. Rosa Karotten gibt es nicht einmal auf dem Wiener Opernball und hier gibt es fast alles. Das sind die prachtvollen Logen, die wir uns gleich einmal näher anschauen werden, würde ich sagen, Kari. Oder hast du was dagegen? Wer sitzt ich habe echt nichts dagegen. Der Schneckerl Prohaska kann ich hier erkennen. Seine Frau, seine beiden Töchter, Barbara und Birgit. Schon leicht entschneckert, die Fußballlegende. Aber die haben sich in einer Bühnenloge gemütlich gemacht. Die Bühnenlogen, die lagern unterm Jahr ja in Petronell. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag werden sie in 70 Tiefladern hergebracht. Ja, und da sehe ich die. Frau Gürtler, Frau Rotraud Konrad, Konstantin Klin auf der rechten Seite. Im Hintergrund Dr. Konrad, unverkennbar, auch in der Ferne. Monika Lindner war rechts in der Loge. Also 70 Tieflader, habe ich gesagt, haben diese Bühnenlogen, diesen Aufbau hierher gebracht. Ja, und ich glaube, dass jetzt schon sein eigener Stargast, wie vorher gesagt wurde, auf sich selbst wartet, oder ja? Nein, er begrüßt gleich seine Gäste im Ballsaal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend beim Fernsehen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum 54. Ball aus der Wiener Staatsoper. In wenigen Minuten werden Sie hier auf diesem Parkett unsere glanzvolle Eröffnung sehen können, gestaltet von den Vokalsolisten unseres Staatsopernensembles und vom Ballett der Wiener Staatsoper. Ich darf mich heute von Ihnen, nachdem ich 11 Jahre lang die Verantwortung für diesen Opernball getragen habe, ganz herzlich verabschieden. Ich danke Ihnen, dass Sie oft zugeschaut haben und wünsche Ihnen eine unterhaltende, spannende und glanzvolle Nacht. Alles Gute den Zuschauern aus Österreich, aus Deutschland und aus der Schweiz. Mindennyiót kívánok a magyar nézőknek. Und distrakcie plăcută și o seară extraordinară românilor, auf Wiedersehen und alles Gute. Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zum 54. Opernball. Wie Sie sehen, ich stehe schon im Schwindfoyer in der Wiener Staatsoper. Hinter mir ist schon ein wenig Trubel zu hören. Die Blumen sind wahnsinnig schön, sie duften. Leider können Sie sie nicht durch den Fernseher duften. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Ballnacht. Vielleicht haben Sie schon ein bisschen Sekt aufgemacht und vielleicht haben Sie schon ein bisschen bequem gemacht. Ich sage Ihnen, begleiten Sie uns und tanzen Sie mit uns in die Nacht. Danke sehr. Und wieder ein Blick in den Ballsaal. Es sieht ja noch fast düster aus. Hast du gewusst, dass der Staatsoperndirektor nicht nur die Fernsehteilnehmer, sondern auch das ganze Publikum begrüßt? Ich wusste es nicht. Harald Serafin hat es auch nicht gewusst. Ingeborg Serafin, früher Mausi genannt, aber das wollte sie sich der nicht. Der Ehrenschutz des Balles, der liegt seit Jahr und Tag eigentlich immer schon beim Bundespräsidenten der Republik Österreich. Und hier schreitet unser Bundespräsident herauf mit seiner Frau Margit.
Heinz Fischer. Georg Springer, links außen. Ja, der Staatsoperndirektor kann den Bundespräsidenten ja nicht eskortieren. Herbert Föttinger, der jetzt, glaube ich, die Sache ein bisschen aufhält. In die Hand nimmt. Direktor des Theaters in der Josefstadt. Ja, der Staatsoperndirektor war nicht da, aber wenigstens der Direktor der Wiener Josefstadt, weil der Staatsoperndirektor, der ist ja schon hinter den Kulissen. Ich weiß gar nicht, wird er auch verkleidet für seine Teilnahme bei der Opernballeröffnung? Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube es nicht. Auf jeden Fall wird er heute mitsingen. Hier haben wir die Kordelsteher und die Kordelsteher sieht man eigentlich gar nicht, weil da so viel Ballvolk an die Kordel drängt. Die wollen es natürlich von der Nähe erleben, wenn nicht nur Direktor Holländer singt, sondern auch ein Dutzend. Karl Vlaschek sehe ich, unterbreche dich kurz, der ja schon sehr, sehr oft am Opernball war. Ich sehe ihn auch. Oh, Katie Price. Das Logenluder. Das Logenluder. Ist das eigentlich ein Beruf, Kari, Boxenluder? Ich glaube, es ist ein aussterbender Beruf. Das hat es früher gegeben und ich glaube, das hat keine Zukunft. Also falls du das probieren wirst, das würde ich nicht machen. Sie hat ja einen doppelten Beruf, soweit ich weiß. Also Boxenluder und Busenwunder. Das ist eine Doppelbelastung, die sie vor sich herträgt. Das ist das, da bin ich überfragt. Das ist ein Blick in die Loge des Herrn Bundespräsidenten, glaube ich. Aber der Bundespräsident, der wird ja später sich da zurückziehen. Der muss ja zunächst einmal in der Mittelloge sitzen und zuvor noch Alfons Haider und Claudia Reiterer im Teesalon Rede und Antwort stehen. Und erst mit seinem Erscheinen wird ja dann der Opernball eröffnet. Ein Blick in den Saal. Landeshauptmann Erwin Pröll, Sissi Pröll. Die hatten wir schon auf dem Red Carpet. Rottensteiner sitzt ganz rechts außen. Ja, und der Herr, der hier steht, ist Julius Marholt, der Chef der Raiffeisenbank im Burgenland. Und zwei seiner Töchter, Zwillinge. Eröffnen heute. Ja, die tanzen heute ein. Hoffentlich bekommen wir sie schön ins Bild. Man weiß das ja nie. So eine nette Anteil. Der Ballbeobachter. Ist ja, glaube ich, ein Verwandter von dir, Kari. Stimmt das? Das ist Bettina Steigenberger unten im Bild auf der linken Seite. Ja. Herr Meyer-Heinisch auf der rechten Seite. Herrn Festetic haben wir auch schon auf dem Red Carpet sein Ordensreferat hören sehen. Vielleicht haben wir noch ein paar Impressionen vom Red Carpet, wer da vielleicht der Kathi und dem Dominik entgangen sind beim Einzug. Die Ballsituation, die Ballsaal-Lichtsituation hat sich merkbar aufgehellt. Ja, ja. Es ist oh, so pretty. Ja, wen haben wir da? Pretty ist ja für Michi Schwarz gewesen, ein Model, ein bekanntes. Kein Model. Claudia Stöckl war auch ein Model. Ist es doch immer noch, wie kannst du sagen, war. Die Schuhe sind wetterfest. Das ist Karina Salkisova, Staatsoperballerina. Cindy von Marzahn ist ein deutscher Comedy-Star. Die gehört auf die Comedy-Treppe. Schneckerl. Katie Price, Markus von Anhalt haben wir gesehen. Irene Alexander Meyer. Allerdings. Das sind nicht die Marholt-Zwillinge. Das ist Said Gaddafi, Sohn des Revolutionsführers. Silvia Saringer, TV-Moderatorin. Katrin Lampisch wird da durchs Bild. Maria Lahr und Werner Jost, bekannter Friseur. Manuel Ortega, jawohl. Ist doch mal nackt über die Kärntner Straße gelaufen heute oder was anderes. Vor unserer Zeit. Nein, Birgit Zarrata, ja, wunderbar, sehr elegant. Mit dem Marmeladenkönig Staud an ihrer Seite. Antal geht schon wieder? Nein. Er muss bleiben. Mit Feldstecher, dem Unvermeidlichen. So, wen haben wir hier? Ein großes Auto. Doris Itter und Heinz Stersny. Steigenberger mit Ronny Leitgeb, der Manager von Thomas Muster war. Evi Höferer ist das. Höfer, mit ihrem Mann war das. Elisabeth Hirnigl, der PR-Branche sehr bekannt. Frau Hirsch Giacomuzzi gewesen. Nein, nicht. Nein, was nicht. Minister Schmid, Unterrichtsministerin. Franz Fischler, Sohn, eröffnet heute. Amerika Lichter haben wir schon gehört. Ihr Sohn hat schon eröffnet. Uschi Fellner, küsst Paul Lichter, wunderbar. Und die Frau Minister Bures und der Kanzler.
Ja, jetzt müssten sie aber eigentlich alle da sein. Und der Bundespräsident, der ist, glaube ich, schon im Teesalon eingetroffen. Wenige Minuten trennen uns nur mehr von der Eröffnung des Opernballes. Bei uns jetzt der Schirmherr des Opernballs, Bundespräsident Heinz Fischer und seine Frau Margit. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Bundespräsident, wie politisch ist der Ball eigentlich noch? Ja, er gilt allgemein als Staatsball, weil er in der Staatsoper stattfindet, weil der Bundespräsident den Ehrenschutz hat und die gesamte Bundesregierung ein Ehrenkomitee bildet. Er hat eine alte Tradition und wenn ausländische Gäste da sind, wie zum Beispiel Lady Ashton und wenn fast die ganze Bundesregierung und viele andere Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur da sind, dann kann man schon sagen, das ist auch ein Treffpunkt für politische Erörterungen ist. Aber ein Ball als solcher ist natürlich nicht politisch, aber er ist Staatsball. Da könnten Sie ja die Gelegenheit ergreifen am 25. April. Stellen Sie sich der Wiederwahl? Werden Sie auch ein bisschen schon Wahlkämpfen? Führen Sie mich nicht in Versuchung, aber ich werde standhaft sein und ich werde nicht Wahlkämpfen, weil dieser Ball gehört uns allen und da soll niemand sich irgendeinen Vorteil verschaffen. Sie haben eine besondere Beziehung zur Staatsoper. Sie waren mit jungen 17, 1955 dabei bei der Eröffnung. Haben Sie da eine spezielle Erinnerung? Also damals war mein Vater Staatssekretär im Handelsministerium und das war der Grund einer besonderen Beziehung zu dieser Wiederaufbauleistung. Das Ganze war ein überwältigendes Ereignis. Meine Mutter war wahnsinnig nervös, weil sie das nicht gewusst hat, wie man sich kleidet für so ein Ereignis. Und ehrlich gesagt, mir hat zunächst einmal besonders imponiert, dass mein Vater damals einen Opel-Kapitän mit der Nummer W14 gehabt hat. Und das hat mich beeindruckt, aber natürlich auch die Fidelio-Aufführung und das alles rundherum. Und ganz Österreich war stolz, dass das möglich war. Frau Fischer, es ist hinlänglich bekannt, guten Abend, dass Sie keinen Wert legen auf First Lady oder Frau Bundespräsidentin, aber jetzt haben Sie eine Funktion, die eine der schönsten ist, nämlich die Großmutter. Gehe ich da richtig in der Annahme? Ich glaube, das wird Ihnen jede Frau, die Großmutter geworden ist, bestätigen, dass das etwas ganz, ganz Wunderschönes ist, wenn es da in der Familie ein Enkelkind gibt. Haben Sie vor, eine strenge Oma zu werden oder werden Sie eine liebe Gütige sein? Ich hoffe, eine animierende. Sie sind auch heute Abend hier natürlich als Schirmherr in einer Organisation, die die Armut in Österreich bekämpft. Auf diesen Ball wird auch heute gesammelt. Ich nehme an, dass das auch in Ihrem Sinne ist. Na, ganz sicher. Also, und ich bin ganz stolz und ich freue mich darüber und ich schätze das auch sehr, dass die Österreicherinnen und Österreicher so wirklich bei jeder Gelegenheit, wo es irgendwie Not ist, auf der ganzen Welt spendabel sind. Ob das also jetzt nach dem Tsunami war oder ob das jetzt in Haiti ist, das ist wirklich beeindruckend und darauf kann man als Österreicherin wirklich stolz sein. Danke. Herr Bundespräsident, Ihr Lieblingstanz ist gar nicht der Walzer, sondern der Boogie und der Rock'n'Roll. Wissen Sie das? Gut recherchiert. Und Sie sind auch ein Bergsteiger. Sie sind vergangenes Jahr auf den höchsten Berg Vorarlbergs, den Pitzbuin, gestiegen, haben 4 Stunden gebraucht. Sie sind ungefähr 4 Stunden am Opernball. Was ist anstrengender? Eindeutig die Bergtour auf den Pitzbuin, denn Sie haben vergessen, den Abstieg dazu rechnen. Man geht 4 Stunden hinauf, man geht noch einmal 3 Stunden hinunter. Man hat einen Rucksack mit allen möglichen Sachen drin. Am Gletscher muss man noch die Steigeisen anlegen und mit den Steigeisen gehen. Also Pitzbuin ist anstrengend, aber dafür ein wunderbarer Ausblick, der einen belohnt. Und das Boogie-Tanzen, das ist ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Jahren, weil im Frack habe ich noch nie Boogie getanzt. Und selbst das Abendkleid ist nicht ganz ohne Risiken beim Boogie-Tanzen. Das stimmt. Herr Bundespräsident, gnädige Frau, die Mittelloge wartet auf Sie, die Fanfaren werden erklingen und damit zieht der Staatsoberhaupt ein. Und damit ist der 54. Wiener Opernball eröffnet. Guten Abend und viel Vergnügen.
Ja, die Fanfare von Karl Rosner, die hat der Alfons Haider gemeint. Die begleitet uns ja auch schon viele Jahre durch diese Balleröffnung. Man fragt ja oft, Gary, was ist neu am Opernball? Also sollte eigentlich auf dem Opernball heißen. Was ist neu? Mir gefallen ja auch die Sachen, die nicht neu sind. Das ist eine schöne Loge hier gerade wieder. Sandra Czerwik im Hintergrund, im Geplauder vorne. Frau Marihardt. Kürzler, ja, gespannt. Kann ich links erkennen. Ewald Nowotny, das dürfte die Nationalbankloge sein. Was heißt, dürfte sie sein? Das ist sie. Das muss sie sein. Sie muss es einfach sein. Desiree Treichl-Stürk. In der Holländerloge, da sehen wir links vorne Frau Holländer. Im Hintergrund war ihr Mann zu sehen. Blick in die Mittelloge. Der Protokollchef geht voran, der Bundespräsident schreitet nach. Georg Springer links zu sehen. Meister Mitterlehner auf links. Und wenn alle vollzählig sind? Ja, Frau Bröll hier in der Mitte zu sehen, der Herr Bundeskanzler auf der rechten Seite, auf der linken Seite Frau Minister Bures, Frau Minister Bangen-Ordner mit dem roten Kleid im Hintergrund, Frau Margit Fischer. Der Bundespräsident muss sich ja nicht jetzt zwingend vorstellen, den kennen wir. Frau Bundeskanzler, Herr Vizekanzler Pröll, Herr Ostermeier im Hintergrund, Staatssekretär, Frau Bundesminister Claudia Schmidt, Niki Belakovic. Lebensminister nennt sich sein Amt, glaube ich. Frau Minister, Frau Staatssekretär Marek im Hintergrund, hat uns gewunken. Ja. Hallo, wir winken zurück. Ganz links, das ist der Außenminister, nicht? Ja, Spindelecker, Michael Spindelecker. Und bei der nun anschließenden Bundeshymne, da werden wir schweigend mitsingen. Und aufstehen werden wir natürlich. Ja, selbstverständlich. Da hält uns nichts auf den Sitzen. Wo ist die Hymne? Jetzt kommt sie. Noch nicht, aber... jetzt. Nein, jetzt. Du hast gewonnen. Also ich habe beim Präsidenten ein paar Lippen gelesen und die haben, glaube ich, nicht Heimat bist du großer Söhne und Töchter gesungen. Ja, gebe ich dir recht. Und das ist die Europahymne und ein Blick auf den Dirigenten Alfred Eschwe. International gefragt, an beiden großen Wiener Opernhäusern ist er auch zu Hause, das Opernballorchester. Die nächste Opernpremiere, die feiert er an der Wiener Volksoper, nämlich im April, die Liebe zu den drei Orangen. Aber das ist Beethoven. Und das ist Frau Stoiber. Im Hintergrund, man sieht ihn eigentlich kaum, Edmund Stoiber, der ehemalige deutsche, der bayerische Ministerpräsident. Bayern. Angelika Holländer links im schwarzen Kleid, die ist schon sehr gespannt. Weil gleich wird ihr Sohn einmarschieren in der zweiten Reihe des Eröffnungskomitees. Und eine Überraschung. Was heute fehlt, das ist die Fächerpolonaise. Weil dieser Abend gehört musikalisch fast vollständig Frédéric Chopin, dem großen polnischen Komponisten. Also geht's gleich los mit der Polonaise in A-Dur Opus 40. Herr Dietrich marschiert hier ein. Hier haben wir... das ist Julia Wolf. Julia Wolf. Die
Tochter von Sigi Wolf, dem Magna-Manager, der sich aus einfachsten Verhältnissen raufgearbeitet hat, gell, Kari? Bei mir war es umgekehrt. Man sieht ihn jetzt links im Eck oben steht, aber man sieht ihn nicht wirklich. Nein, ein bisschen hat man ihn gesehen. Ja, sehr bescheiden, sehr bescheiden. Aber er sieht seine hübsche Tochter. Lili Holländer. Lili Holländer, auch der strahlt, der Sohn des Staatsoperndirektors. Er marschiert ein mit seiner Cousine Andrina. Die Frau Mama fotografiert das Ganze. Sichtlich stolz, freut sich natürlich, auch verständlich. Angelika Holländer, geborene Niederberger. Ja. Marie Heim-Swarowski. Sie marschiert ein mit Matthias Warsitz. Und sie ist natürlich eine Tochter, ein Spross des Swarovski-Clans. Da haben wir gleich die Loge dazu. Stolze Mutter Evelyn Heim-Swarowski. Harald Serafin kann ich erkennen. Schönes Bild. 144 junge Damen, von Angelika Adamczyk bis Julia Zwickle. 144 junge Herren, von Stefan Achleitner bis Thomas Zwinger. Und alle 144 Paare werden in einem einzigen Einzug aufs Parkett befördert. Das ist neu. Ja, vorne links ist Sophie Landesmann. Mit Fabian Reier. Er ist der Enkel des großen Burgschauspielers. Und das ist die Landesmann-Loge. Marcel Landesmann, der Vater. Anja Landesmann, die Stiefmutter. Nana de Barry, die Mutter von Sophie, habe ich erkannt. Und ein Blick auf die schönen Sträußchen. Du sagst aber jetzt nicht, welche Blumen das sind, oder? Ich sage eiskalt, dass es sich um Hortensien handelt. Hortensien, und zwar kugelförmige, die wirklich Ballhortensien heißen. Nicht nur dank diesem schönen Einzug. Ja, der zweite Herr auf der rechten Seite ist der Sohn des ehemaligen EU-Kommissärs Franz Fischler. Vor ihm Fabian Reier. Er marschiert ein, Georg Fischler, nämlich mit Eva-Sophie Bauer. Die beiden hatten wir im... Rechts hinten, jetzt ist er herausgekommen. Auf Kommando, mit Bart. Erkennt man ihn sofort, Sohn hat noch keinen Bart. Es wird schon werden. Er ist schon so freundlich und cool wie sein Vater. Ja, die Krönchen, auf die haben wir jetzt auch einen Blick. Du hast gesagt, das schaut aus, ein bisschen aus wie ein Brief- oder Serviettenhalter. Ist natürlich wesentlich eleganter. Schimmernde Kristallelemente in Crystal Moonlight spiegeln das Element Wasser wieder und erzählen von Eleganz, Wohlbefinden und Lebensfreude. Und natürlich, seit es den Nachkriegsopernball gibt, hat die Firma Swarovski diese Krönchen ausgestattet mit ihren funkelnden Steinen. Die müssen auch nicht zurückgegeben werden, die können die junge Dame behalten. Können sie behalten, aufs Kaminsims stellen, in eine Vitrine, mit denen kann man alles machen. Das steht ihnen, glaube ich, völlig frei. Jörg Doll hat die Blümchen arrangiert, also nicht er selber. Ruby und Verena, also das sind nicht diese beiden Debütantinnen, sondern das sind die Hortensiensorten. Und zwei Zwillingspaare eröffnen heute. Ja. Den einen Namen haben wir, glaube ich, Marhold vergessen. Marhold war der eine Name, den haben wir nicht vergessen. Den anderen Namen haben wir vergessen. Den anderen Namen haben wir vergessen. Ja, das macht er nichts. Wir sehen sie ja auch nicht, die Zwillinge. Na, warte, wir werden jetzt das Auge schweifen lassen und vielleicht haben wir Glück. Sind sie schon einmal durch, die Debütantinnen und Debütanten? Ja, ich glaube, jetzt ist es soweit. Ja, Dieter Bohlen. Ja, ein gewiefter Baumeister hat immer Reservebohlen zu Hause und das hat sich heute wirklich als segensreich erwiesen. Ich glaube, so kann man das sagen. Sehr hübsch auch die Freundin von Dieter Bohlen, die haben wir kurz gesehen, Partner Carina Walz heißt sie. Willst du damit sagen, dass er auch sehr hübsch ist? Ja, ja, kann man sagen. Also, seien wir offen. Julia Wolf, Marie Heim. Da müssten wir jetzt einen Blick auf die Marhold-Zwillinge eigentlich gewinnen. Erhaschen. Erhaschen. Sagt man da, oder? Ja, die grünen Kleider der begleitenden Tanzlehrerinnen, die wurden von der Modeschule Hetzendorf hergestellt.
Das ist meiner Ansicht nach Frau Swabek. Ist sie, ist sie. Roman Swabeks. Roman E. Swabeks, muss genau. man sagen. E, glauben wir, steht für Elvis. Vielleicht kommt er etwas später ins Bild. Wir haben diese Vermutung voriges Jahr geäußert, dass er mit zweitem Namen Elvis heißt. Dieser Mann heißt mit erstem Namen Liviu. Seine Cousine Andrina Niederberger, Julia Wolf. Roman E. Swabek, aber es ist ihm das als Spitzname geblieben. Es nennt ihn heute ein jeder Elvis. Und deswegen hast du messerscharf geschlossen, dass seine Frau, was? Priscilla. Heißen muss, heißt sie nicht. Der Mann mit den Löckchen hat mir anvertraut, dass sie echt sind, die Löckchen nämlich. Ja, und die jungen Damen und Herren, ist natürlich gar nicht so leicht, 288 junge Menschen auf dem Parkett so zu sortieren, dass auch noch die anschließende Balletteinlage, die ja bestimmt kommt, ihren Platz klappt, findet. Klappt euch hervorragend bis jetzt. Klappt großartig. Sie stehen Schuhspitze an Absatz und freuen sich des Lebens, die jungen Damen und Herren. Wir würden am liebsten jeden und jede namentlich kennen und nennen, aber das ist nicht möglich. Die Eltern, die zu Hause sitzen, haben auf jeden Fall ihre Freude. Und ich suche noch verzweifelt nach den Zwillingen. Du wirst irgendein Zwillingspaar finden. Applaus jetzt für die Polonaise in A-Dur. Karl Vlaschek wieder. Wer ist diese schöne Frau? Ehemalige Billa-Chef. Ja, das ist jetzt im Dunkeln ein bisschen verschwunden. Und was wird da hereingeschoben? Ein Klavier, Karl. Zum ersten Mal in der Geschichte des Balles wird eine Eröffnung mit Klavier musiziert. Mit beleuchteten Tasten, schaut ja, sehr interessant aus. Beleuchtete Tasten. Liberace kommt mir da ein bisschen. Der Herr, der sich da nähert, ist Krzysztof Jablonski. Gewinner des Chopin-Ähnlichkeitswettbewerbes, sagst du ihm, aber es war doch ein Klavierwettbewerb und er wird gleich intonieren den Minutenwalzer. Es tanzen, es treten ein Studierende der Ballettschule der Wiener Staatsoper. Applaus für sie, die Oper jetzt, ja, Giorgio Madia, der Choreograf, der führt sie an. Priska Zeisel, die 14-jährige Wienerin, und Raffaele Zarella, ein 17-jähriger Italiener. Sie sind das Solopaar bei Chopins Minutenwalzer. Minute ist aber schon vorbei. Das ist eine Feier des Moments, hat nichts mit der Zeitmessung zu tun. Aha. Heißt auch dieser Walzer Le Petit Chien, der kleine Hund. Warum? Natürlich. Warum, wird uns später die Barbara erklären. In den Farben Polens, weiß und rot, Priska Zeisel, Raffaele Zarella. Kostüme, die stammen wieder von Frau Professor Annette Bofay. Gibt es noch einen Applaus für die beiden? Jawohl, im Abgehen. Ja, und nun ein Scherzo, ein anspruchsvolleres Klavierstück, ebenfalls von Frédéric Chopin. Chopin à Vienne, so hat Giorgio Madia, der sein Ensemble wieder hereinführen wird, dieses Stück genannt. Giorgio Madia, der enge Beziehungen zu Polen, war auch Ballettchef in Lodz, hat dreimal den Kritikerpreis Goldene Maske bekommen. Und trägt er heute? Nein, es schaut wirklich so gut aus.
ein Licht für Pavel Kantzavi. Pavel Kantzavi, in Weißrussland geborener Solotänzer des polnischen Nationalballetts. Farben Polens komplett zu machen, fehlt da etwas, nämlich das Weiß. Und es fehlen auch die Damen. Und das Weiß wird mit diesen Damen aufs Tanzparkett kommen. Dieses Stück ist ja angeblich in Wien entstanden. Und Giorgio Madia hat sich vorgestellt, jetzt sind die Damen auch rot, was ist da passiert? Wie komplettieren wir die Farben Polens? Und was fällt denn Giorgio Madia da ein? Dieses Stück ist ja im Ausland entstanden, also nicht in Chopins polnischer Heimat, sondern hier in Wien, hat er zumindest die Komposition begonnen. Unglaubliche Zugkraft. Jetzt wird mit dem Klavier getanzt. Ja, und laut Giorgio Madia hat der Mittelteil dieses Scherzo Nummer 1 eine patriotische Funktion. Es ist eine Erinnerung an die Heimat, an die polnische Heimat. Chopin zitiert ein polnisches Volkslied und jetzt sind die Farben komplett mit Olga Jesina. Jesina, Solotänzerin des Balletts der Wiener Staatsoper und Volksoper.
Ich glaube, dieser elegante Pas de Deux braucht nicht viele Worte. Olga Jesina und Pavel Kantzavi. Und schon entschwindet sie ihm wieder. Sternförmig fällt da das Ballett der Wiener Staatsoper und Volksoper um das Klavier, das Krzysztof Jablonski gespielt hat. Applaus für Pavel Kantzavi, Solisten des polnischen Balletts. Und auch Olga Jesina wird gleich zum Applaus kommen. Sie wird am 30. März... Da bräuchte ich kurz, aber Herr Kiesbauer, ja, sind wir da applaudiert. Hat meiner Wagner, kann ich erkennen. August Schmölzer steht da hinten, ist kaum erkennbar, der bekannte Schauspieler. Das war die Rose der Presse. Also, Olga Jesina, ich versuche es noch einmal. März 2010, die Titania im Ballett, ein Sommernachtstraum, eine Uraufführung von Jorma Elo hier in der Wiener Staatsoper. Und jetzt werden Mikrofone aufgestellt. Ein Eröffnungsbeitrag mit einem etwas rätselhaften Titel, ein musikalischer Rückblick in die Gegenwart. Da denke ich doch gleich an Zurück in die Zukunft. Aber nein, was steckt dahinter? 9 Komponisten, 12 Opern, 2 Operetten, 13 und Solisten. Michael Häupl. Und Michael Häupl. Ja, und zu den... Schaut, das ist nämlich die Carmen. Klängen von Georges Bizets Meisterwerk stürmt zum dritten Mal bei einer Staatsopernballeröffnung der Kinderchor herein. Der Chordirektor Thomas Lang, er schreitet gemessen hinterher, wird gleich umgerannt und der wird den Chor der Gassenkinder aus Carmen am Beginn dieses Potpourris dirigieren und wir lauschen wieder. Liebe, wir sind zu jeder Zeit zu den Leuten.
pensiero, sempre amabile, leccia troviso, il pianto in riso, e menzognero. La donna e l'oppi, qual piuma il vento, muta da scelto, e il pensiero. E di pensier, e di pensier. Ma se mi toccano dove il mio debole sarò una vipera già. I cento troboli fra i mali cieli li farò giocare. Briconcella, ne sei più dell'arca mia. Questa poca così bella è d'amore spezzeria. Hai l'amico, hai fornello, quando più rimangi bello. Per finare il generir, per finare il generir, per finare il generir. Ah, vorrei cambiare con voi i levasi veni. Thank you.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum 54. Ball in diesem Hause. Ich danke Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich danke den Vokalsolisten unseres Ensembles für diese glanzvolle Darbietung. Und ich darf mich von Ihnen, meine Damen und Herren, nachdem ich Und ich darf mich von Ihnen, meine Damen und Herren, nachdem ich 11 Mal die Verantwortung für den Opernball tragen durfte, verabschieden. Alles nimmt ein Ende. Auch meine Direktion nimmt ein Ende. Und zum Abschluss möchte ich gerne mit Ihnen zusammen, in Gedenken auch an unsere Fledermaus, aus diesem Glas, welches mir meine Tochter Alina bringt. Danke, Alina. Ein Glas trinken und an die Fledermaus erinnern. Ich freue mich aufs neue Leben, tralala, tralala, muss nie mehr auf Bälle gehen, tralala, tralala. Ich danke Ihnen herzlich fürs zahlreiche Erscheinen und trinke Champagner aus Gläsern mit den meinen. Stoßt an und huldigt im Vereine, dem König aller Weine, dem König aller Weine. Stoßt an, stoßt an, stoßt an. Die Majestät an der Kopf, an der Kopf, in sie blau, Blumen für Champagner, es ist sie genau. Die Majestät ist an der Kopf, an der Kopf, in sie blau, Blumen für Champagner, es ist sie Majestät ist anerkannt, das hört er gerne, der Staatsoperndirektor auf seinem letzten Ball, und seine Frau applaudiert, verzückt. Dank gebührt auch der Zusammenstellung dieses Medleys durch Alfred Deschwey, der auch am Dirigentenpult stand. Hat sich mir textlich nicht ganz erschlossen, die Sache mit den Gläsern, mit den Beinen, aber es war auf jeden Fall ein stimmungsvoller. Das ist die Medea-Loge, Christoph. Ah. Marlies Petersen, die Sängerin der Titelpartie. Halb verdeckt leider, weil sie ist eine sehr hübsche Frau. Heidi Brunner, die Sängerin, ist zu sehen. Und Fabio Luisi habe ich auch im Hintergrund gesehen. Weit im Hintergrund, ja. Und es geht polnisch weiter, nämlich mit der Warschauer Polka. Dann sage ich dir auch gleich, das ist der Bürgermeister von Sevilla. Und im Schutze der Loge hat sich unser Bürgermeister Heupel auch ein Glaserl genehmigt. Die Warschauer Polka von Johann Strauss. Erwähnen wir, dass auch zwei Urgroßneffen von Johann Strauss mittanzen, hier irgendwo in der Polka-Formation. Ich glaube, siebte Reihe, vierte links. Da sind sie drin. Marie Heim, Herr Laudon. Die Choreografie zu dieser Polka, die Johann Strauss übrigens geschrieben hat, als Dank für eine Zarin, Charlotte, die ihn aus dem Gefängnis befreit hat. Er ist nämlich bei der Einreise nach Polen mit seinem ganzen Orchester unter Attentatsverdacht verhaftet worden. Also wieder ein Polenbezug. Hier werden Volkstanz-Untergruppen gebildet. Die Choreografie stammt von Michael Horn und Werner Dietrich. Ja, und diesen kleinen Hupfer. Sehen wir da sehr schön, dank der Deckenkamera. Die nennt sich
Rote Kirsche, einem polnischen Volkstanz entnommen. Was, der Hupfer nennt sich so oder der Tanz? Ich glaube, der ganze Tanz und dieser Hupfer ist dem ganzen Tanz entnommen. Aha. Hat mir zumindest der Herr Dietrich gesagt, der es wissen muss, weil der hat die Choreografie gemacht. Werner Dietrich aus Bad Ischl und Michael Horn aus Linz, zwei Tanzlehrer, wird ja seit Desiree Treichel-Stürck werden die Hupfer, werden die eröffnungschoreografierenden Tanzschulen demokratisch ermittelt durch den Tanzlehrerverband. Und apropos demokratisch, ich glaube auch die ersten Reihen werden, oder das Herr Kammerinnen hat der Direktor Holländer immer verlangt, dass die ersten Reihen ausgelost werden, dass da nicht immer Prominente in der ersten Reihe sind. Deswegen ist Livi auch in der zweiten Reihe. Gelost. Also der Tanzlehrerverband macht eine Aussendung, eine Jury unter Leitung des Präsidenten des Tanzlehrerverbands ermittelt dann die Tanzschulen und da fallen die jungen Herren auf die Knie vor den Drehungen der jungen Damen. Das sieht man eigentlich nur im Fernsehen. Und ein bisschen von der Galerie. Bei den billigen Plätzen kann man das noch besser sehen. Nein, also wer hängt sich schon an die Decke, so schön sie ist, das würde ich nicht. Übrigens, weil ich den Namen Strauß erwähnt habe, auch ein Urgroßenkel von Richard Strauß. Richard Rohler. Jetzt haben wir einen Zwinkern erhalten. Der ist auch anwesend. Sehr schön gemacht, finde ich. Ja. Und die Ballhortensien mit Glitzerfunken. Katie Price ist auch begeistert. Sie ist per Anhalt zum Opernball gekommen. Da ist noch ein hübscher Herr und... Das ist Herr Swatek, Herr E. Swatek. Swabek, pardon. Roman Swabek. Jetzt formieren sich alle... Ich glaube, Sie spielen unser Lied. Ja, dieses Stück ist uns nicht fremd. Es wurde ja mit anderen Walzern herumexperimentiert zur Balleröffnung, aber der Opus 314 von Johann Strauss... Der ist es einfach. An der schönen blauen Donau. Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee formiert sich zum Eröffnungswalzer des Wiener Opernballs 2010. Der Wolf tanzt. Heißt Thomas Ingerle. Sie wird sich gleich zu einem vollendeten Handkuss beugen. Der Donauwalzer. Wer wird alles Walzer sagen? Alle sind gespannt. Na, Brigitte Jank, Chefin der Wirtschaftskammer, Billy Riedl kann ich erkennen. Die Spannung ist gewichen, auch der Bundespräsident applaudiert. Die Debütanten selbst haben das Parkett feierlich freigegeben. Die Kordelsteher werden zu Kordelgehern und bald dreht sich hier
gar nichts mehr, weil sich keiner mehr bewegen kann. Noch geht's. Das ist die kleine Georgina Melville, die exotische Engländerin, viel zu schnell vorbeigetanzt. Blick in die Casino-Loge. Trinken und fotografieren gleichzeitig. Mein Gott, ein schweres Leben haben die Leute in der Casino-Loge. Rechts ist Frau Stickler zu sehen. Und Ricarda Reinisch. Ja, ich habe sie auch erkannt. Ausgeblitzt. Antal Festetic hat ja gesagt, das ist eine Mischung aus Staatsakt und Fledermaus-Aufführung. Bundespräsident, der Boogie-Tänzer, sieht das auch so. Antal Festetic, noch einmal zu sehen. Sarissa Meyer-Heinisch, Stefan Meyer-Heinisch auf der rechten Seite. Hoffmann La Roche-Loge ist das. Und auch Frau Vera Michalski-Hoffmann kann ich erkennen. Ja, manche sagen auch, aber das habe ich aus einem wirklich bösen Mund gehört, eine perfekte Mischung von Avatar und Staatsbegräbnis. Aber das stimmt natürlich nicht. Hier amüsieren sich alle, auch der Vizekanzler mit dem großen, schönen Opernballheft, das uns die Frau Eva Dinzis in die Hand gedrückt hat, für wir sehr dankbar sind. Es dreht sich noch. Bei diesem Opernball heißt es ja alles Johann. Und wer ist das? Das ist der Chef von Wintourismus, Norbert Kettner. Ist das die natürlich, Frau die Frau Braune. Vize. Natürlich. Ja, die Vizebürgermeisterin. Ja, und da links sitzt Herr Thomas Zilk, oder saß. Hier so ist der ehemalige bayerische Ministerpräsident Stoiber. Ja, jetzt wendet er sich ab, aber sicherlich nicht mit Grauen. Ja. Ah, Dieter apropos. Bohlen. Richard Lügner, höchst aufgeregt. Er freut sich, dass die ganze Eröffnung den Polen gewidmet war. Aber natürlich Frédéric Chopin. Wie hat der Baumeister den so schnell herbeigezaubert? Das hat der Freund seiner Tochter gemacht, der ist Eventmanager. Und nachdem jetzt der ursprüngliche Opernballgast von ihm ausgefallen ist, schwupp, war der Polen da. Das Thomas Gottschalk. Dem Gottschalk sitzt die Kamera im Nacken. Das ist doch eine Kollegin vom anderen Sender. Hier ist es schon sehr, sehr voll. Also ich bin wirklich gespannt, ob die Barbara Rett da ein Platzl findet, um sich von diesem Teil und von Ihnen zu verabschieden. Ich glaube schon. Ich habe den Staatsoperndirektor gleich hier bei mir. Herr Direktor, ich habe dich sehr bewundert. Ich habe das am Montag bei einer Probe gehört. Da hat das noch nicht so gut geklungen. Wie viele Stunden hast du geübt? Naja, so nicht Stunden, aber ich musste mich einsingen in der Früh. So, singen hier, die Lage ist auch relativ hoch. So einfach ist das nicht. Ich bin sehr glücklich, dass ich es hinter mir habe. Bist du gnädiger jetzt mit den Sängern? Ich bin, denn die Sänger haben es ja viel leichter. Ich habe ja. Mein Risiko war höher wie das von den Sängern. Dich ruft die Pflicht, nämlich das ZIP-Interview. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Und wir sind gespannt, ob es. Also singende Staatsoperndirektor und dein Opernball werdet ihr nicht machen. Ich glaube ich auch. Und ich sage gratuliere Giorgio Madia, dem Choreograf der Eröffnung. Es war wunderbar. Der Christoph Wagner-Drenkwitz hat gesagt, dass dieses Chopin-Stück, Minutenwalzer, auch Petit Chien, kleiner Hund, heißt. Wieso? Weil Chopin hat sich inspirieren lassen von einem Hund, das Minuten hieß. Und er hat sich im Kreis gedreht, um sich den Schwanz zu beißen. Und die haben auch als Motiv für die Choreografie genommen. Ich hoffe, es ist gelungen, dass alles im Runde immer so in Spirale gedreht wird. Dass alles sich dreht, dann sage ich einfach, drehen wir uns auch. Dafür bitte. Gerne. Hier vor dem Schwind-Foyer wird mit einer kleinen Ausstellung dem großen Komponisten Gustav Mahler gedacht. Im kommenden Juni wäre er 150 Jahre alt geworden. Und er selbst war ja auch mal Hofoperndirektor, wobei damals hießen die Opernbälle Redouten. Und so einen Medienrummel wie heute hat es damals niemals gegeben. Heute sieht es anders aus und ich werde im nächsten Teil der Übertragung den Reportern und Fotografen ein bisschen auf den Zahn fühlen. Bis gleich.
Claudia, Gratulation. Erster Opernball, jetzt ist man da dran. Was ist das für ein Gefühl bis jetzt? Zum ersten Mal mittendrin, statt nur dabei. So turbulent habe ich es mir nicht vorgestellt, aber es ist wunderschön. Aber muss ich mir Sorgen machen, dass wir nicht rechtzeitig zu den Interviews in die Mittelloge kommen? Ich werde dich auf Händen tragen, obwohl ich mir das so anschaue, das werde ich lieber nicht tun, des Kleides wegen. Ne? Das wäre nicht ganz schön, vielleicht tanzen wir einfach durch. Auf jeden Fall werden Sie nach der Zeit im Bild 2 die Spitzen aus Gesellschaft, Politik und Kultur bei uns sehen, zum Beispiel Bundeskanzler Werner Faymann, Vizekanzler Josef Bröll, Burgtheaterdirektor Hartmann und viele andere. Und vielleicht auch Überraschungen. Genau, Überraschungen. Aber jetzt nehmen wir eine Auszeit. Jawohl, und damit kann man sagen, darf ich bitten? Jetzt dürften schon der Giorgio Madia bitten, der Alfons Haider bitten. Kari, wann schenkst du mir eigentlich den ersten Walzer? Ich sitze hier auf dem Trockenen sozusagen. Vielleicht nächstes Jahr. Ich denke darüber nach. Ja, Familie Lugner, traulich vereint. Ich glaube, diese Bilder kann man kaum toppen. Ja, ist noch lange nicht Fasselabend. Es geht noch weiter dabei. Bis später.